Heute geht's um Bernhard, Bernhard von Clairvaux, ein wichtiger Mann des Mittelalters. Er ist hier in der Kirche St. Georg auf dem Niederwerd mehrmals dargestellt, weil er war ein wichtiger Mann des Zisterzienserordens. Und hier gab's auch mal Zisterzienserinnen. Der heilige Bernhard war zu seiner Zeit, ja, man könnte sagen, ein Promi. Ein Vielbeschäftigter. Er ist durch ganz Europa gereist. Er hat allein 68 Klöster gegründet. Man kann sich gar nicht vorstellen, was dieser Mann alles geschafft hat. Und das Sympathische an ihm ist, er wusste aber auch, dass er Pause machen muss. Öfter mal. Dass das Pausemachen zum Leben dazugehört, gerade dann, wenn man ein Vielbeschäftigter ist. Seinem Freund und Schüler, dem Papst Eugen, gibt er deshalb einen guten Tipp. Der hat nämlich geklagt, er hätte so viel zu tun und schon damals hatten Päpste viel zu entscheiden und einen dicken Schreibtisch. Und diesem seinem Freund, Papst Eugen, schreibt der heilige Bernhard den Tipp: Gönne dich auch dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft, aber ich sage, tu es immer wieder einmal. Ein guter Tipp für alle Vielbeschäftigten, für die, die immer was zu schaffen haben. Mach Pause, denk an den heiligen Bernhard, gönne dich dir selbst.